Etra-chan hat's gesehen! Diese Geschichte ist neulich passiert, als ich mit einer Freundin etwas trinken war. Was möchtest du als nächstes trinken? Vielleicht ein Zitronendrink. Hey! Du bist so verdammt langsam, beeil dich! Wo ist unser verdammter Tintenfisch? Wir haben ihn schon vor 10 Minuten bestellt! Es tut mir leid, es wird noch zubereitet. Hör auf, Ausreden zu erfinden! Geh und hol ihn! Der Kellner tut mir wirklich leid. Mir auch, aber wir sollten uns nicht einmischen. An diesem Abend hat eine Gruppe von Männern mittleren Alters die Atmosphäre komplett ruiniert, indem sie die ganze Zeit den Kellner angeschrien und ihn beschuldigt haben. Nach etwa 30 Minuten... Willkommen! Ein Tisch für zwei Nichtraucher. Bitte hier entlang. Ein junges Pärchen betritt das Lokal. Hey! Beeil dich! Bring mir noch ein Bier! Okay. Bitte hier entlang. Lass uns gehen. Ja. Tut uns leid. Wir kommen dann an den anderen Tag wieder. Okay. Es tut mir wirklich leid. Hey, wartet ihr zwei! Ihr Bastarde habt zu uns rübergeschaut, oder? Ihr geht wegen uns? Wenn ihr etwas zu sagen habt, dann sagt es uns ins Gesicht. Nein, nicht unbedingt. Und was ist es dann? Ihr Bastard habt unseren Abend ruiniert. Wie wollt ihr das wieder gut machen? Entschuldigung. Die Männer mittleren Alters begannen, das junge Pärchen zu beschimpfen. Alles, was wir tun konnten, war mit Angst zuzuschauen. Und dann hat die Ehefrau... Hä? Wegen was heulst du? Denkst du, heulen macht alles wieder gut, du dumme Kuh? Hey, lass meine Frau in Ruhe. Bis... Wir haben so lange versucht, Kinder zu bekommen. Und gestern habe ich erfahren, dass ich nun endlich schwanger bin. Deswegen wollte ich Toxa mit den erfreulichen Nachrichten überraschen. Und mit ihm bei einem Abendessen feiern. Wirklich? Yusuriya. Yusuriya, endlich haben wir es geschafft. Toxa! Diese plötzliche Verkündung und die leidenschaftliche Umarmung hat uns überrascht. Yusuriya. Oh. Toxa! Das ist toll. Ja. Lass uns nach Hause gehen. Danke fürs Kommen! Die Energie von Liebe ist großartig. Die Männer im mittleren Alter bezahlten ihre Rechnungen und verließen das Lokal. Dann setzte sich das junge Pärchen zu uns. Lass uns mit einigen Bier anfangen. Was? Hey, du bist schwanger, du kannst das nicht trinken. Oh, das? Tut mir leid. Es war eine Lüge. Hä? Es war alles nur eine Show, die die Ehefrau auf die Bühne gelegt hat, um die Situation zu entschärfen? Wirklich? Ich hatte mich so gefreut. Es tut mir leid. Niemand würde eine Schwangerschaft in einem Lokal feiern. Du hast mich erwischt. Ich nehme an, wir sind erst seit 2 Monaten verheiratet und über Kinder haben wir noch gar nicht nachgedacht. Aber ich bin trotzdem irgendwie enttäuscht. Wirklich? Ich nicht. Allerdings, wenn du dich schon so gefreut hättest, hätte ich vielleicht doch früher als gedacht gerne ein Kind. Nur Spaß! Shh! Sag das doch nicht! Was denn? Du warst derjenige, der mich hier vor allen umarmt hat? Das war nur... Gut gemacht! Danach tranken die beiden fröhlich miteinander weiter und auch wir wurden von ihrem Glück eingehüllt. ご視聴いただきありがとうございました。このカップルは末永く幸せに過ごせばいいと思いました。妊娠は嘘でしたが、結果的にお店の雰囲気は良くなって、店員さんも救われたので、嘘も方便ってやつですね。 皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。